Hallo und herzlich willkommen hier zu Siberia 3. Hier sind wir wieder. Ja, wir haben jetzt hier mal wieder eine Prüfung aufgepumpt bekommen. Ne? Wir müssen jetzt so eine Art Rauchritual hier durchführen und haben natürlich wieder mal kaum Informationen darüber gekriegt, nur einen Schamanenstab mitbekommen von der Schamanin und ja. Und ja, der erklärt eigentlich ja schon wieder alles, wie es machen müssen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben schon einen Teil vorbereitet, Sägespäne reingefüllt und unten schon mal Feuerholz reingelegt. Und jetzt müssen wir hier oben noch die Trichter einfügen. Nach dem Stab eben, wie es sein soll. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Die haben ja alle ein Muster drauf, die Trichter. Jetzt muss ich mal schauen, welchen brauche ich zuerst. Das ist jetzt andersrum. Also der Stab liegt ja hier praktisch jetzt umgekehrt, müssen wir das jetzt sehen. Also brauche ich hier jetzt erstmal den mit dem Kreis drauf, den Trichter. Ich glaube, das war der hier. Ja, das ist die Null praktisch. So. Ja, zoom nicht zu weit weg. Ich gehe ja gleich weiter. Dann wäre die nächste die 8. Also muss da eine 8 drauf sein. Oder halt so diese... Ja, das 8er Symbol halt, ne? Das war, wo war das drauf? War das hier drauf? Auf Trichter Nummer 3? Ja. Ja, da passt ja 4, 3, 2 oder so. Ja, wäre ja lustig, wenn das so wäre, ne? Aber ja, gut. So, und hier brauchen wir jetzt den anderen Trichter, der wie eine Schlange aussieht. Das war der hier. Ne, das war der hier. Genau, der war wie so eine Schlange. Ja. Eindeutig. Da rein. Was das natürlich hier dann macht, weiß ich nicht. Die Maschine ja ist sehr suspekt hier für mich. Aber ja. So, und hier folglicherweise muss der letzte rein im Bunde. Das ist der hier. Der hier diese Spirale drauf hat, wo eigentlich eine 9 ist, wenn man es richtig anguckt. So, zurück. Ah, das geht so gar nicht. Ich habe gedacht, da kann man noch was angucken. Als hätte ich die ganzen Klappen ja schon wieder schließen können. Ja, sowas gewöhne ich mir einfach nie an, ne? Das bin ich einfach irgendwie gewöhnt, dass das dann automatisch funktioniert. Ja, mal gucken, ob dann dieser große Smokerofen hier überhaupt funktioniert, ne? Smoken mit 4 verschiedenen Rohren und mit Farben. So. Was kann ich eigentlich noch da machen? Hier kann man drehen. Okay, vielleicht ist jetzt die Klappe zu. Ich weiß es noch nicht. Oder habe ich jetzt die Luft aufgemacht? Ich weiß es nicht, weil wir müssen ja den Ofen jetzt dann so langsam anzünden. Ja, wir haben noch nicht die Farben reingetan, ne? Warte mal, jetzt haben wir... Die Farben sind jetzt auch verkehrt rum, oder? Ne, doch nicht. Wisst ihr was, ich zünde jetzt einmal den Ofen mal an. Das dürfte schon schief gehen. Bevor wir da noch lang rummachen. Dann ist das nämlich schon getan. So, zack. Klappe zu, damit der Rauch nicht da vorne rausqualmt. Oh. Okay, Feuer ist wieder ausgegangen. Ich glaube, das hat da was damit zu tun, dass ich das Rohr zugemacht habe. Also gut, da müssen wir hier nochmal drehen. So. Konnte ich ja nicht wissen, dass es schon offen war. Aber jetzt wissen wir es. So, nochmal anzünden. Klappe zu.
Bronze noch? Ja, ist Bronze noch. Perfekt. So. Ah ja, da kommt jetzt der schwarze Rauch. Also wir haben noch keinen Papst gefunden. Sozusagen. So, okay. Jetzt muss ich die Farben reinmachen, ne? Jetzt lass mir mal was testen. Kommt da jetzt Rauch? Ne, da kommt doch kein Rauch. Aber das dürfte ja offen sein, ne? Gut, vermutlich muss ich gucken, auf welche Hälfte ich das legen muss. So, hier. Das auch schon mal so stellen. Dann mal einfach mal alle gleich auf hier. Nee, das war die Schublade. Ja, wenn der Fluss nicht so laut wäre hier, der stört ein bisschen. Halt, wenn man die schöne Musik eigentlich hört, ne? So. Ach so, ja, ich kann ja die Dinger auch drehen. Das ist ja, ah. Also muss ich gar nicht großartig gucken, wo das dann ist. Ich kann den Unterteil drehen, ne? Oder ich muss schauen, dass das dann da runterfällt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß es nicht. So, jetzt lass ihn mal testen. Wenn das jetzt gleich hier vorne rausqualmen oder so. Ob ich jetzt den Hebel umdrehen kann da unten schon. Jo, jetzt qualmt es hier raus. Perfekt. Also da kann jetzt der Rauch abziehen. So. Karussell. Ja, stopp. So, jetzt gehen wir mal her. Hier hin. So. Warte mal, ist der eine Griff ja jetzt anders da unten? Der ist doch, der steht anders. Hab ich den verdreht? Hallo? So, dann mal den nach vorne machen. Jetzt gucken wir mal, ob ich da eine Farbe drauflegen kann. Da legen wir jetzt mal eine rote drauf. Wahrscheinlich da, wo es qualmt, oder? So, ich brauche eine rote Hälfte. Oder Viertel meine ich natürlich. So. Okay, zurück. Maus, hallo? Maus. Okay, es qualmt schon mal rot. Das ist schon mal hervorragend. Mach ich mal die Klappe zu. So, zurück. Ja, hier qualmt schon mal rot. Dann kommen wir da hin. Da hatten wir die Farbe, ja, blau, denke ich mal. So, wo ist der Rost? Auf der Seite. Ja gut, wir können ja hier schon mal was drauflegen. Jetzt will ich ja mal testen, wenn ich jetzt hier ein Stück hinlege. Blau. Blau. Okay, ist jetzt egal, ob ich das oder das andere nehme. So, das wird jetzt nicht qualmen, ne? Nee. Also muss der untere Griff verstellt werden. Ah, der steht auch falsch. Das war ich aber nicht. Falsch. Einmal rumdrehen oder wie? Ah, doch.
So. Ja, jetzt haben wir blau. Machen wir die Klappe auch zu. Der steht. Ah ja, der ist verdreht hier hinten. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Also ich war das praktisch nicht. So, jetzt gucken wir hier mal drunter. Hallo? Ja, das passt. Wenn ich da oben auf das Viertel das richtige Ding hinlege. Da bauen wir jetzt auch nochmal blau. Warum haben wir eigentlich zweimal gelb? Warum haben wir zweimal gelb? Das wundert mich gerade so ein wenig. Klappe zu. So, und jetzt brauchen wir noch gelb. Hier gelb. Der Griff ist wahrscheinlich verkehrt, ne? Ja, das raucht woanders hin. Was das einem großartig bringt, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht kann man halt verschiedenfarbige Zeichen danach geben. Wenn man dann da verschiedene Farben da drauflegt hier. So. Als auch noch hier Kunstharz. Das muss doch stinken wie Sau. Wenn du Harz verbrennst. Na gut, wobei Weihrauch ist auch so eine Art Harz, ne? Okay, zu. Ha, mobile Kommunikation, ich hab's geschafft. Ja, irgendwas stand da noch vorbei. Aha, Kreise, Wellenform und so weiter. Wir haben den Segen des Wächters für die Überquerung. Danke, Kate Walker. Im Namen des Stammes danke ich dir tausendfach. Es gibt nur ein kleines Problem. Ohne den Zollbeamten gibt es niemanden mehr, der die Brücke bedient. Ja. Dafür habe ich die Lösung, Kate Walker. Bleibst du etwa zurück? Nee, es sieht Oscar. Aus, als müsste jemand an diesem Ufer zurückbleiben, damit die anderen hinüber können. Und ich bin eindeutig der Richtige. Nein. Oscar, nein. Nicht schon wieder. Kate Walker. Wenn Sie mit dem Stamm drüben sind, holen Sie mich einfach mit der Seilrutsche hinüber, die Sie vorhin schon benutzt haben. Ja, das hatte ich ja eigentlich gedacht, dass ich die benutzt dann. Wir tauschen Rollen. Ich bringe alle hinüber und komme dann mit der Seilrutsche nach. Ja, machen wir den Helden. Ihre Sorge hat keinen Zweck, Kate Walker. Und? Ja, bubbel, 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 da kommt er. Wir müssen los. Oh ja, jetzt wird's aber höchste Eisenbahn. Walker! Wir brauchen Hilfe! Schnell! Ja, was soll man machen? Ich brauche meine Panzerfaust oder so. Dann könnte ich ihn abschießen. Wie geht es jetzt? Überlegt Oscar sich jetzt oder so. Sammelt euch alle da drüben! Schnell! Hoffs passen alle drauf. Die haben Gewehre. Oscar, hau ab. Kontakt. Stromkreis unterbrechen. Rechte und linke Aufzugsteuerung. Umkehr. In Gang setzen. Oscar. Kate Walker! Nein! Oh, was ist jetzt los mit Oscar? Suchen Sie vielleicht das hier? Nein! Oh nee! Das Spiel ist aus, Kate Walker. Der Schuft! Aber ohne Schlüssel kann man das doch nicht rausnehmen. Hat er einen Schlüssel oder was? Nun, Frau Walker? Ah, nee, noch mehr Männer. Na gut. Ich schätze, Sie haben gewonnen. So kurz und doch jetzt. Ah, Mist. Na gut, zumindest die Jokul schaffen's. Neutralisiert.
dieses Weibsstück. Aber. Die brauchen mich doch lebend. Der alte Gewehrkolben ins Gesicht, das tut schaumäßig weh. Ah, shit, ey. Mist. Ganz schlecht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die uns doch cachen. Bitte nutzen Sie die Reise, um sich zu entspannen. Wir haben genug Zeit, uns zu unterhalten, wenn wir ankommen. Ja, die Olga. Alle Zeit, die wir brauchen. Mensch. Hopp, werft den mal runter und schlagt die alle beisammen und dann spring ab. Ja, das muss halt so sein, ne? Das muss halt so sein, leider. Was zählt, ist nicht das Ziel. Sie haben den Teil der Reise abgeschlossen. Ja, den Rest konnte ich nicht lesen, ja. So geht das Spiel aus, also ohne Happy End. Ich bin da überhaupt nicht zufrieden mit. Bin da überhaupt nicht mit zufrieden, Leute. Aber was willst du machen, ne? Tja, okay. Das war also Siberia 3. Die Jokolds haben es geschafft. Die Kate haben sie wohl jetzt wahrscheinlich zurückgebracht nach New York oder so und eventuell verurteilt oder auch nicht, keine Ahnung. Im Prinzip hat sie ja wirklich alles verloren, ne? Meint, das hat sie selber auch so gewählt, das Schicksal. Das finde ich schon traurig, ne? Ja, ich muss übrigens noch was loswerden. Das mit dem Olympia-Hotel und so weiter da. Was sag ich, Hotel? Das ist anscheinend ein DLC. Das habe ich natürlich mit gleichzeitig auch gekauft gehabt. Und das hätte man eigentlich gar nicht gehabt hier. Wenn man das DLC nicht hat. Plus sicher bin ich natürlich nicht. Aber ja, das war praktisch das Spiel. Jetzt sind es natürlich nur 18 Minuten rum, die Folge. Das ist ein bisschen bitter eigentlich, ne? Ja, Leute, auf jeden Fall werde ich jetzt dann den nächsten Teil, oder Teil ist eigentlich nicht, aber ich sage ja mal jetzt Siberia 4, aber es heißt anders da, ne? Aber das werde ich natürlich auch noch bringen. Also es ist noch nicht vorbei mit Siberia. Und ja, ich werde jetzt hier zum Schluss wahrscheinlich noch die Mitbürgenden durchlaufen lassen dann. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Und wenn es jetzt nicht interessiert, wer da alles mitgeholfen hat in dem Spiel, der kann jetzt sich dann hier langsam ausklinken. Ich würde mich auch freuen, wenn er das auch noch anguckt, ne? Das gehört sich einfach so. Ja, also, wir sehen auf jeden Fall wieder im nächsten Abenteuer. Also vielleicht auch in einem anderen Let's Play hier sozusagen. Anderes Projekt, ganz neues Projekt, altes Projekt, je nachdem. Ja, schaut mal noch bei meinem Kanal euch um. Vielleicht findet ihr ja auch noch was, was euch anspricht hier, ne? Ja, natürlich nehme ich auch gerne Spielvorschläge an, ne? Ja, so im Adventure-Bereich bin ich ja momentan eigentlich ziemlich gut versorgt. Ja. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich sage auf jeden Fall schon mal hier an der Stelle Tschüss. Und jetzt lasse ich mal die Mitwirkenden durch. So, ja. Das geht eigentlich ziemlich langsam, vielleicht kann ich es auch vorlesen. Autor und Kreativdirektor Benoit Sokal. Co-Autor Hugo Sokal. Musik von Inon Zur.
Ja, Mike Wright, da war der CEO Stefane Longard, VP Games Produktion Elliot Graziano, VP Publishing Alain Milli, Produktionsdirektor Laurent Lichensky, Senior Technical Director Paul Cusette, Technical Director Alexandre Miguel, Cinematics Director, Artist Direction Sebastian Busquet, Lead Producer Romuald Ali Soda, Producer Nonreddin Mohamed Saad, Co-Writer und Game Designer Lucas Lacravette, Game Designer Pascal Mori, Ascent Game Designer Glacis Blondi und Theo Tuati, 2D und 3D Art Designer Amanda Göngrich, Storyboard Artist Sascha Altschuler, Senior Delovers Anton Gullion, Nicolas Bernard, Frederick Baustilla, Baustita, Technical Artist Nicolas Fandino, Audio Designer Adrian Benjimania, so ähnlich, Cutscene Pipeline Delover Nicolas Pastrana, Cinematic Artist Idris Ben Segir, Benjamin Biel, Mathieu Massard, jetzt kann ich schon gar nicht mehr lesen, sorry. Machen wir mal da unten weiter. Lightning Artist Julian Smith, Julian Sabatier, Jan Juliette oder Juliette irgendwie. Ui Artist Sotera Kem, National Sound Engineer Thomas Martin, Qualitätstester natürlich Gregor Chevalier, Kevin Uichaua, so ähnlich, Robin Luxerau. Ja, ich mache mal weiter unten wieder weiter. Hier natürlich VP Marketing, Brand Manager und so weiter. VP Sales, Julian Renzao, Senior Vice President Business Development, Yves Blihaut, Great Marketing Managers, Loic Tangui, Alvin Rabari, CFO William Schiraux, Manufacturing Managers, Valerie Petria und von Collapse war es die CEO Stefane Marti. Projektmanager war da Emanuel Satza. Projektmanager Assistent war Alison Deroulets. Lead Developer war Enemy El Calci. Developers Elodie Utz irgendwas, okay. Ich mache wieder unten weiter. Lead Level Designer Christophe Monnerot. Level Designers, eine Menge Leute. Das lese ich jetzt mal nicht weiter. So schnell kann ich gar nicht lesen. Die Namen sind leider alles ein bisschen komisch aussprechbar für mich, ne? Animators, Felipe Scheuing oder so ähnlich. Und Schuli Grill. Da gab es auch 2D und 3D Artisten. Jan Lafrand und Fabian Lafrand und Julie Viel. Ja, das wurde ja hoffentlich nicht zu viel. 3D Duo, Game Managers, Maxence, Div Golhe, kann ich nicht lesen. So, was haben wir noch hier? Environment Artist, Briac, Korea auch. Und so weiter. Lass ich jetzt einfach mal durchlaufen, lest euch selber mal kurz hier. 3D Modelier, Animator, Excel, Guilumete, 3D Modler. Mario Ho Wen Ying, Kyloton, da gibt es auch einen CEO, okay. Roman Vincent natürlich, Project Manager Isabel Penven, Lead Artist Amaury Beiris und Maximilian Torti, Lead Charakter Artist Jean-Philippe de Gros, Charakterartist Remy Luisi, Environment Artist Xiong Po, Marc-Antoinette Lanval, Roxane Hinhill oder so ähnlich, Animator Romain Burelli, Atopos, okay, Supervision Stefane Dalbera, Lead Mocap, Jeremy Moynier, Lead Animation Laurent Helminger.
3D-Reconstruction Marie Del Son, Desol. Lead Animator Richard Lee Behan. Das lasse ich mal wieder, da sind mir zu viele. Actress Elondi Vincent, Actor Michael Trant. Motion Capture Studio Audio Motion. Localization Sibion, English, German, Spain, Italian and Dutch versions. CDP Polish and tschechische Versionen, also polnisch und tschechische. Buka hat die russische Version gemacht. H2 Interaktiv, koreanisch. Simplified Chinese and Traditional Chinese Versions. Voice Audio Recording. Gorgon hat die französische Version gemacht. Sibione, englische und deutsche Version. CPD hat das polnische gemacht. Buka wie das russische. Voice-Over, englisches Casting. Die Kate Walker wurde von Sharon Mann gecastet. Oscar, National Voices dann noch dabei. Kevin T. Collins. Ayahuasca war von Samia Mount. Kirk von Toby Fielding. Captain Obo von Mike Pollock. Olga Efimova, die Böse. Marcy Fein. Simon Steiner wurde von Michael Kroach gesprochen. Dr. Sami Yatine, Tom Wayland. Colonel wurde von Billy Bob Thompson gesprochen. Dunyasha wurde von Kate Bristol gesprochen. Ja, dann kommt natürlich hier das französische Casting. Ja, die Kate Wardorf ja von Franziska Doll. Oscar wurde hier von Hubert Drag gesprochen. Ayahuasca von Laurenz Fallhaut. Kirk von Emanuel Rausenberger. Hört sich ziemlich deutsch an. Captain Obu von Michael Trout. Olga Emin Moffat von Marie Paulette. Simon Steiner von Jeremy Sühl-Berberg. Dr. Sami Yatine von Bernard Debrenny oder so ähnlich. Der Colonel von Chuck Herlin. Dunyasha von Anne Gabriel Ponsch. Natürlich jetzt das deutsche Casting. Die deutschen Sprecher. Kate Walker von Janina Dietz. Oscar von Karim El Kamochi. Ayahuasca von Maria Böhme. Kirk von Felix Meyer. Captain Obo von Dieter Memel. Simon Steiner von Sebastian Gerasch. Sarah Steiner von Patricia Straßburger. Nick Kantin von Philipp Weiche. Flat der Restorer von Dirk Meyer. Dr. Helmut Mangelea von Gerd Meyer. Burus von Gerd Aktun. Ja, da gibt es natürlich die russischen Sprecher hier, ne? Ja, die Namen kann ich jetzt wieder nicht aussprechen wahrscheinlich. Kate Walker von Anastasia Sarakova, das geht noch. Oskar Gernadi Novikov. Ayahuasca von Olga Kuznetsova. Kirk von Danil Smirsplavko oder so ähnlich. Captain Ober von Alexander Noskov. Colonel von Dimitri Griminski. Olga von Tatjana Schitova. Simon Steiner von Atem Malikov. Sarah Steiner von Vasilia Vorenia, so ähnlich. Nick Kantin von Konstantin Karasik. Dr. Helmut von Ilya Isaev. Dr. Simon Tine. Andres Alexandre Potro, irgendwie, keine Ahnung. Major von Alexander Novkov.
Hörer Ivan Litnov, Leon von Sergei Shikanchev, Katharina von Elena Kishik, irgendwie. Irina Kirefa, Custom Officer. Anton Degariev, Vlad von Denis Nekarsov. Yukol Mikhail Tikhanov. Der Police Officer Kirill Ratzensik und Azinel Voices gab es auch noch, ja, ein paar Leute noch hier. Dann natürlich Polnisch hier. Anna Dereskrowska hat polnische Kate Walker gesprochen. Oskar von Michej Konsarski. Ajawanska von Lydia Sadkwoka oder so ähnlich. Kirk von Albert Usik. Captain Obo von Jan Kulz. Sick oder so ähnlich. Colonel von Piotr Warsawski. Olka. Die Olga von Agnesicka. Oh Gott. Ich lasse es besser. Ich kann keine so gut polnischen Namen sprechen. Ne? Jokol, der Jokol Blacksmith. Ja, der wurde von Janusz Wiczuk gesprochen. Ja, der hatte sogar einen eigenen Synchronsprecher, was er wollte. Dann, ja, ne? Ja, das ist ja zum Beispiel bei verschiedenen anderen Sprechern nicht so gewesen. Da war es dann Additional Voices eben, dann hat halt noch einer andere eingesprochen dann mit. Aber hier haben bei verschiedenen Sprachen natürlich die auch manchmal einen eigenen Sprecher gehabt. Ne? Das ist schon mal interessant. Ja, da gibt es auch einen Custom Officer von Piotr Fuhrmann. Flat Restorer von Tomasz Borkowski. Ach du Heiliger. Das kann ich auf gar nicht aussprechen hier. Der Walsembor Police Officer von Robert Kowalski. Und da gab es ja natürlich auch noch additional Voices hier, zusätzliche Sprachen, ne? Oder Sprachrollen hier. Ja, da waren jede Menge Leute hier sogar. Interessant. Da haben sie sehr viele Leute wohl im Cast gefunden, ne? Dann hat man hier, was haben wir da noch? Global Step LC Qualität Assistance. Der Qualität Assistance Director Summit Aurora. Der Manager Piyosh Sa. Kualiza, es gehört wohl auseinander eigentlich. Kann ich nicht lesen. Und jede Menge Qualitätstester hier. Jo, die sind ja auch sehr wichtig. Quantic Lab QA. Ah, das geht noch eine ganze Weile so weiter. Heieiei, ich hatte gedacht, das wäre ein kürzer Plot hier. Ja, jetzt habe ich es aber eigentlich angefangen. Soll ich jetzt abbrechen? Ja, Leute, ich glaube an der Stelle breche ich es ab. Wer jetzt noch dabei war, schön. Und wer sich jetzt noch schief gelacht hat, ne? Ja, der soll sich freuen. Hätte ich lieber die Fresse gehalten und die ganzen Namen nicht gelesen, ne? Weil, ja, wäre vielleicht besser gewesen. Aber ja, gut. Dann wäre das Ganze hier sehr still. Auf jeden Fall, wer jetzt nochmal dabei geblieben ist, super vielen Dank hier. Wer jetzt hier sozusagen hier die ganzen Leute hier geehrt hat mit seinem Beiwesen. Wie gesagt, wir sehen uns in einem neuen Spiel. Hier, Benjoit Sokal war hier sogar noch Autor und Creative Director. Interessant. Und Co-Autor Hugo Sokal. Weil Benjoit Sokal war dann im nächsten Spiel nicht mehr dabei. Da, das ist nämlich eigentlich ein, so ein, wie nennt man das? Ja, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, wie man das nennt. So eine Art Nachruf, wenn man so will, dann an ihn, weil der dann nicht gestorben ist. Ja, das wissen vielleicht einige von euch auch, ne? Ja, also an dem Punkt werde ich jetzt das Ganze mal abbrechen, zurück. Ja, ich sage auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego, bye bye.